Alles klar? Gut. Dann halt nicht. Okay, 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 wir geben Stoff. Wir geben Stoff, Alter! Chill! Wohin? Was? Ich glaube, wir sollen einfach wegrennen. Ja, Gakete Lasso, genau. Ich gebe auch mal mein Bestes. Alter Vater. Junge! Chill! Deine fucking Basis. Ich habe gar keine Waffe. Ich habe gerade überlegt, ob ich mal zurückschießen sollte. Ich habe gar keine Waffe. Ich kann überhaupt nicht zurückschießen. Okay, Problem gelöst, Leute. Wir müssen also definitiv fliehen. Good to know. Keine Ahnung, wie dieses Kapitel heißt. Ich hatte keine Zeit zu gucken. Ihr habt ihr echt nichts Besseres gerade zu tun? Doch, habt ihr eigentlich. Oh, oh, oh. Waffe. Okay. Oh mein Gott, ja, das wird ganz gut. Joa, ne? Und, Chloe, vertrauen wir es einfach wieder so? Einfach so? Einfach wieder, einfach so? Darüber. Okay. Cool. Wir müssen sofort hier raus, verdammt. Ja, I guess. Mal konnte ich tagelang nicht schlafen. Sorry. Okay, auf geht's. Ach, schon mit dem Arzt darüber geredet? Komm schon, beeilen wir uns. Nicht stehen bleiben. Ich bin der Grund für ihre schlaflosen Nächte. Sehr gut. Warum auch mir einfach eine random Makar rumliegt. Ich wollte die Pistole mitnehmen! Son of a bitch! Da ist uns wohl jemand zuvor gekommen. Ja, deswegen liegt auch eine Makar rum. Hoffen wir mal, dass wir es auch wieder rausschaffen. Ach, so waren wir. Die Leichen liegen bestimmt schon 60, 70 Jahre hier. Dann ist doch unterirdisch, right? Hey. Weil überirdisch... Ihnen hat's wohl nichts gebracht, aber hier. Muss Danke ja eigentlich... Ihnen. Kalt sein. Ja, Lazarevich und seine Männer sind wohl wieder in der Stadt. Wenn wir einen Weg zurück zum Eingang finden, sollte die Luft rein sein. Nein, Chloe, wir suchen den Cintamani-Stein. Was? Wir müssen Lazarevich aufhalten. Und wie wollt ihr das bitte schön anstellen? Vor ihm den Stein erreichen und ihn dann zerstören. Wow, wow, wow. Du glaubst doch nicht etwa diesen übernatürlichen Quatsch. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Hast du gesehen, okay, was da rumgeflogen ist? Bist du dumm? Der Kerl ist durchgeknallt. Er denkt, die ist echt dumm, oder? Eine Art Prophezeiung und dass dieser Stein ihn unbesiegbar macht. Unsterblich. Wir stehen mitten in Shambhala. Und du hast tatsächlich noch Zweifel? Und werden verfolgt von Orks mit Armbrüsten. Hast du noch Fragen? Und mehr so schnell wie möglich hier abzuhauen. Ich will das nur in Ordnung bringen. Und vielleicht die Welt retten? Oh Mann. Hör mal, Schätzchen. Der Welt. Ist das egal? Können wir sie einfach erschießen. Wenn du deinen Hals hinhältst, ist oh dein mein Kopf Gott, bald ey. Ab. Du hast dann gesagt, geh du doch, Alter. Ja, und ich will ihn mehr als bluten sehen. Aber so läuft das nicht. So läuft das. Nein, diesmal nicht. Na los. Geh doch einfach. Was machst als ob ich dich brauchen würde. Verpiss dich. Das hier du hast bisher noch nichts geleistet. Mach dich ab. Aber gut, retten wir eben die Welt. Nö, jetzt will ich nicht mehr. Hau ab, verpiss dich. Gar keinen Bock. Ist ja lächerlich. Mann, ist die strunzblöd, ey. Ach du Scheiße. Also ganz ehrlich, ihr Charakter ist ja wirklich scheiße geschrieben, muss man mal ehrlich sagen. Cool. Mehr von diesen Freaks. Die sind gut gepolstert. Haltet sie ab! Ja, what the fuck? Oh, das wird wieder richtig anstrengend hier. Ach, Junge. Letztes Kapitel. Muss das jetzt echt nochmal so eskalieren? Sie nerven jedenfalls. Genau, oder? Was macht ihr? Irgendwelche Ideen? Immer weiter schießen. Ja, und sich nicht treffen lassen, weil die einen halt nahezu one-shotten. Wo bist denn du? Das Angriffsthema von denen ist genauso wie das von den Fail-Kollegen.
Bisschen lame, ehrlich gesagt. Aber halt leider effektiv. Also was soll man sagen? Ja, Ding-Dong. Steck dein Ding-Dong sonst wo hin, aber geh mir nicht auf die Serven damit. Also sorry, aber was soll denn die Scheiße, Mann? Also wenn es eins gibt, weil ich die Spielen, und zwar in allen, immer hasse, sind es Bullet-Sponge-Gegner. Das sind Gegner, die einfach nur Kugeln fressen. Ohne Sinn und Verstand, einfach nur Kugeln fressen. Und das sind so welche. Was soll denn das? So Gegner hasse ich. Das sind keine... Das sind einfach keine gescheiten Gegner. Das ist einfach Mist. Ich kann dem jetzt hier 10 Milliarden Schuss reinballern. Ja, aber... Was soll das? Was soll das? Das gilt nicht nur für Uncharted. Ich hasse das in allen Videospielen. Deswegen spiele ich keine Loot-Shooter, weil das, die nämlich voll sind. Die sind kategorisch einfach voll von sowas. Da gibt es so Gegner als Standardgegner. Das ist einfach immer so. So, das ist halt Bullshit. Das hasse ich. Deswegen spiele ich sowas nicht. Aber was soll das? So, ich meine... Ja! Also, was ist das? Was ist der Sinn dahinter, einen normalen Gegner zu designen, wo nicht erkennbar ist, warum der so stark ist, aber dem einfach erstmal Leben von 3 Milliarden Kugeln zu geben und dann eine Waffe, mit der er dich one-shottet oder nahezu one-shottet? Ich meine, was soll das? Soll ich einfach abhauen? Soll ich nicht kämpfen? Das wäre das einzige Logische, was ich mir noch erklären kann, weil es ist echt lächerlich. Es ist halt echt lächerlich. Ja. Alles klar, abhauen darf ich auch nicht. Sehr cool. Sehr coole Stelle, richtig gut. Ja, nee, macht Spaß. Ja. Freilich. Immer weiter schießen. Basic. Macht richtig Spaß, das Ganze. Ja. Sure. Och, warum, Alter? Wenn ich halt wenigstens gescheite Waffen dafür kriegen würde. So, keine Ahnung, Revolver und ein Sniper, wo ich jeweils irgendwie 4 Schuss brauche und dann wären die Gegner tot. Das wäre ja vollkommen fein. Aber stattdessen habe ich so eine Scheiße wie jetzt gerade. Ey, meine Fresse. Oder wenn es irgendwie hier explosive Fässer rumstehen würden und man müsste halt immer dann den Moment abpassen, wo die da hinspringen. Damit man dann auf das explosive Fass schießt und den damit dann ordentlich Schaden drückt oder sowas. So nach dem Motto, normale Schüsse machen nahezu nichts, aber wenn du die richtigen Fässer an den richtigen Stellen triffst, dann kannst du den richtig Damage drücken. So Sachen halt. Aber nein. Ich habe keine Granaten mehr. Premium. Ich habe nur eine Granate. Ah, gut. Gut. Bloß nicht Waffen, die zu viel Schaden machen haben. Ja, das ist schon, das ist Mist, das verstehe ich. Ah, jetzt sind sie beide weg. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Machen wir halt keinen Damage. Komplett fein an der Stelle. Junge, ich schneide euch das, weil was soll denn die Scheiße? Also das, den cutte ich euch komplett raus, den Kampf. Was soll denn das, Alter? Den kannst du ja ersatzlos streichen. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass er den Kampf gut fand. Was soll denn der Bullshit? Ja, weg damit, Leute. Ich optimiere das Spiel an der Stelle mal ein bisschen und schneide euch das einfach raus. Komplette Scheiße. Ja, genau. Ja, klar, gib mir noch mehr von denen. Sehr gut. Richtig geil. Oh.
Hat ich gerade selbst gesprengt, der Affe? Jetzt habe ich halt die Armbrust, die ist ziemlich stark tatsächlich. So hätte man es halt von Anfang an haben müssen. Ich hätte von Anfang an eine starke Waffe haben müssen, mit denen ich die Typen One oder Two schotte. Ja, sieht so aus. Schön. Aber, also, das ist lächerlich. Lächerliche Scheiße. Absolut Behinderung. Nicht mehr witzig, ey. Mann. Und sowas muss halt nicht. Und sowas passiert halt mit dem unnötigen, dummen Waffensystem von Uncharted. Ja? Das passiert in dem Tomb Raider, in dem neueren, niemals. Weil du jederzeit alle Waffen hast. Und wenn du merkst, oh, meine Revolver ist zu schwach, dann nehme ich halt die Schrot. So. Das ist einfach besser. Das Waffensystem von Uncharted suckt. Du kriegst jederzeit nur die Waffen, die halt gerade vorgeschrieben sind. Das heißt, du bist auch komplett dem Ganzen ausgeliefert. Du weißt nie, wann du welche Waffen mitnehmen sollst, die irgendwo rumliegt. Hier zum Beispiel, nehme ich jetzt die AK mit oder nehme ich lieber den einen Schuss Armbrust mit, weil der den Typen wenigstens schon mal die Hälfte an Leben abzieht. Die AK macht das nicht. Ja, keine Ahnung, Digga. Ich weiß ja nicht, was als nächstes kommt. Vielleicht habe ich auch nach den nächsten 2 Sekunden keine Waffe mehr, weil das Spiel sagt, nö. So, es ist so scheiße. Das Waffensystem ist so scheiße in diesem Spiel. Ich meine, ich finde es cool, dass man den Gegnern ihre Waffen klauen kann. Das ist realistisch. Aber es suckt. Es ist einfach gameplay-technisch Müll. So, und wo zum Fick soll ich jetzt hin? Da hoch, nehme ich an. Right? Da ist jetzt was ähnliches wie eine Tür. Oh, macht mich das wieder wahnsinnig hier. Wie komme ich jetzt da hoch? Ja. Ne? Meine Fresse, ey. Der Puls dreht wieder auf 180. Mindestens. Wenn nicht noch höher. Okay. Machen wir weiter. Schließen wir dieses Spiel heute ab, würde ich sagen. Also, nicht in diesem Part wahrscheinlich, aber in meiner Aufnahmesession heute. Weil ich habe keinen Bock mehr. Das muss jetzt weg, dieses Spiel. Das muss jetzt weg. Die Uncharted-Reihe ist so eine Reihe, wo man ganz klar merkt, die würden unglaublich von einem Remake profitieren. Weil da so viel Scheiße drin ist. Die Spiele an sich, die Story an sich, das Worldbuilding, die Charaktere, das ist ja schon alles cool. Das ist schon alles cool. Aber das Gameplay da drin ist halt Müll. Und das könnte man aber mit heutigen Standards so einfach modernisieren. Ne? Nimm einfach das Tomb Raider Gameplay und klatsch das hier drüber. Fertig. Problem gelöst. Instant fertig. So. Wie läuft's da hinten? Wir kommen. Ein paar Rätsel noch ein bisschen besser ersichtlich machen und so Sachen. Ne? Das sind Spiele, die könnten so unendlich von einem Remake profitieren. Das ist hart. Eindeutig baumhart. Das fängt gleich an. Was zur Hölle? Verdammt, was ist das? Das Zeug fängt schnell Feuer. Arzt. So wie dieses Hart. Na klasse. Wie okay. Nächstes Mal mit einer Warnung. Aha. Oder sowas hier. Hättet ihr einfach da unten an so ein paar Flecken dieses Harz platziert. Und dann hätte ich da drauf geschossen und hätte gesehen, oh, geil. Und hätte die Typen einfach sprengen können. Mit so einfachen Mitteln hätte man das alles besser machen können. Und das fuckt mich so ab, dass die Entwickler das nicht gesehen haben. Das verstehe ich halt nicht. Ich meine, das ärgert mich so krank, weil das sind ja gute Spiele. Das sind ja gute Spiele. Aber es gibt so viele Sachen. Ich meine, ich vergesse manchmal, wie alt die Spiele schon sind, ne? Ich meine, das ist immerhin über 10 Jahre alt, dieses Spiel. Oder genau 10, sondern... Was ist das hier? 12? 11? Nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, gerade. Irgendwo um den Dreh. Na, so um die 10 Jahre alt. Das ist schon... Ja, okay. Aber andererseits ist Uncharted... es ist Last of Us aus 2013. Das Spiel kann man heute noch immer noch spielen, so. Also, ja, weiß ich auch nicht, Leute. Ich weiß es auch nicht. So mag ich das. Auf geht's. Ja. Keine Ahnung. Irgendwie ist das alles nichts. Wie gesagt, die Dinger dringt man Remake, nicht nur ein Remaster. PS5. Wird's schon anbieten. Hey, das kenne ich doch. Das wäre doch eigentlich optimal. Irgendwo der Cintermani-Stein sein. Das sieht wunderschön aus. Ja, sieht schon gut aus. Das muss ein wirklich wichtiger Ort gewesen sein. Ganz schön ruhig. Jetzt fühlt ja, zu ruhig. Wahrscheinlich geht gleich wieder richtige Scheiße ab. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf jeden von diesen Scheißdingern schießen sollte. Ich glaub
Weil die meisten sind irrelevant. Das wirkt jedenfalls so. Worum die Granaten hierher kommen, bitte. Ich würde behaupten, da geht's nicht weiter. Ist ein Durchgang dahinter. Nö. Nö, ist nicht. Okay. Wo auch immer die Waffen hierher kommen? Nein. Nein, das überhaupt nicht. Ja, Leute. Gehen wir mal in die Richtung. Das ist ein Tor. Ah ja, okay. Alles klar. Shit. Wir kriegen Besuch. Was kriegen wir? Vielleicht haben sie uns nicht gesehen. Wo denn? Wo denn? Ah, die Soldaten sind wirklich überall. Was? Ich sehe gar nichts. Ach, da hinten. Spastis. Ja, jetzt habe ich natürlich die ganzen explosiven Dinger schon weggehauen. Das ist natürlich wieder mega. Premium. Richtig gut. Oh Mann. Ja, und ich reiße nicht mal mit Granaten. Super. So. Du kommst nicht gewinnt! Nagelt sie fest! Ich hab da jetzt zwei reingefeuert oder drei, ich weiß nicht mehr wie viele, um dem Typen da schon ordentlich viel mitzugeben, weil der tankt halt extrem viel. So. Das war wichtig. So. Ah, cool. Oh mein Gott, bring den doch um jetzt. Wird es gerade dunkler? Oh fuck. Scheiß habt ihr. Oh boy. Ich muss hier weg. Alter, fuck me, ey. Ey, Mann! Okay, wir haben endlich mal wenigstens den Bastard mit seiner Schrott. Mit seinem Schrottraketenwerfer. Ihr schafft es wirklich nicht mal 5 Sekunden, den Typen, der direkt hinter uns steht, einfach alleine in Schach zu halten. Zu zweit. Ja, lass uns das Ganze nochmal machen. Da oben. Verdammt. Warum ist der nicht tot?
Warum ist der nicht tot? Der hat vier Schüsse getankt. Vier Granaten getankt. Warum ist der nicht tot? In welcher Welt ist der nicht tot? Kann ich den nicht sunlocken? Darf ich ihn nicht treffen, während er am Boden liegt? Echt jetzt? Ist das euer Ernst? Diese fetten Viecher darf ich nicht sunlocken. Ist es so? Absolut grundend abgefuckt lächerlich. Ich sehe sie. Ja. Okay. Dann kämpfen wir von hier unten weiter. Natürlich, natürlich. Ja, klar. Soll ich was sagen, Leute? Ich mache jetzt mal einen verfickten Monitor heller, weil ich sehe nichts. Es ist so scheiße dunkel. Ah, mein Monitor ist schon auf 100%. Ja, cool. Cool, 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 cool. Gutes Spiel, Alter. Gutes Spiel. Digga. Dann triff halt nicht! Ich weiß, dass hier hinten jetzt irgendwo einer ist. Ich weiß halt nur nicht, wo er hin ist. Ah, da vorne steht er. Cool. Ja, Gegner auswendig lernen, Simulator 3000 oder so spielen wir es hier halt. Ist auch okay für mich. I mean, sure. Ah, und der hat sogar einen Sniper. Na klar. Selbstverständlich. Ja, dann musst also basically hier wirklich einfach nur auswendig lernen, wo die Gegner sind. Wer welche Waffe dabei hat und wie du sie entsprechend ausnutzen kannst. Das ist ja cool. Geil. Ja, ja. Hier kommt was. Ja, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Wie macht man diesen Kampf noch besser? Richtig. Mehr nervige Gegner. Genau so macht man diesen Kampf richtig gut. Absoluter Premium-Kampf. Absolut geil. Ja, ja. Alter. Ach, haben meine Kollegen echt einen anderen fertig gekriegt? Glaube ich ja nicht. Und by the way, wird es jetzt hier tatsächlich heller gerade, jetzt wo der Kampf rum ist. Das ist ja so dumm. Das ist ja so dumm. Soll man nicht wahnsinnig werden. Ja. Ja. Cool. Cool Story, Bro.
Der Oma hat Sniper dabei gehabt, aber das kann ich nicht mitnehmen, right? Der Dudelsack kackt wieder komplett ab. Und ich auch. Alter. Ich hatte mir fest vorgenommen für diese Aufnahme, das Salz ein bisschen im Regal stehen zu lassen. Aber Junge, dieses Spiel kannst du ungesalzen einfach nicht essen. Ist einfach zu fad dann. Geht einfach nicht. Ist ungesalzen nicht verdaubar. Ja, Mädels, kann einer von euch mal was tun? Oder wie sieht's aus? Das andere Gegengewicht fehlt. Tja, du hast die richtige Größe dafür. Witzig. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Ja, dann kurbel halt mal einer von euch dieses Ding runter, damit ich mich da ranhängen kann, Jungs. Was ist denn mit euch? Ich komme hier so nicht hoch. Ach, Leute. Wie soll ich da jetzt hochkommen? Die Teenage-Zone ist auch gar nicht nervig, der hier die ganze Zeit im Hintergrund ist. Klettern Sie. Ja, genau. Klettern Sie doch einfach. Okay. Ach ja. Ja, ja. Ja, desto salziger es wird, Leute, desto weniger ist natürlich auch Konzentration existent, von daher. Und los geht's! Ne? Los! Ah ja. Da warst du etwas nah dran. Natürlich regnet's. Okay.